Ja, ein wunderherrliches Moin Moin und willkommen zurück zu Wolfenstein The New Order. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll, aber wir sind auf dem Mond. Willkommen auf dem Mond. Dankeschön. Danke. Aus Ihrem Vorgänger habe ich mir nie viel gemacht. Bitte gehen Sie durch das Röntgengerät. Na klar. Wenn Sie schon so freundlich sind, junger Mann. Mensch, das ist aber laut hier. Ja. Das tat auch sehr weh. Hallo. Guten Tag. Tat auch sehr weh. Hat auch für 14 Jahre Koma gesorgt. Der Schrapnellsplitter. Gibraltar, Zugentgleis, tragischer Unfall. Oh, wer war denn das? Wer macht denn sowas? Opens from the other side. Ihr guckt mir jetzt zu, was ich hier mache, oder was? Lass mich mal hier durch. Wo geht der Chefwissenschaftler hin? Wusstest du, dass der Chefwissenschaftler Weißmüller ersetzt wurde? Der Weißmüller. Gibt's noch einen deutscheren Namen? Oh, guck mal, das ist mein Zeug. Anja. Do you read? Black Potage. An impact, Potage. Sir, can you boost the signal? Black Potage, can you hear me? What's your status? Well, I'm on the motherfucking moon. The mouse on this one. I will clean it out with soap. Now, Black Potage, the goal here is to steal the nuclear decryption keys located in the command module. In order to reach the command module, you have to find a spacesuit and walk there on foot. Across the lunar surface. Affirmative. I believe in you, William. Tja, wir laufen wohl über die Mondoberfläche, würde ich behaupten. The spacesuits are kept by the airlock. Your best chance to reach them is first go through the crew quarters, then onwards through the laboratories. Jetzt habe ich das aufgeschweißt, und nun? Muss ja irgendwie an den Knopf da kommen. Glaube ich. Well, mach erstmal das, was BJ am besten kann. Nazis töten. Und schweißen. Schweißen kann er scheinbar auch gut. Armor Upgrade. What the fucking do? Komm nicht durch. Ja, weil die Textur nicht ordentlich gelasen ist, hat das Plosionsgefahr. Naja. Opens elsewhere. Na gut. Leute, es tut mir leid. You gotta go. Wo bist du hin? Hier? Ne, ich höre dich rechts. Jawohl. Wie die Nazis hier. Also ich finde, die sehen hier so ein bisschen aus wie, ach Gott, damn it. Wie,
wie die Helgast aus Killzone, bloß halt in weiß entsprechend. Ich bin aber auch blind, ne? Oh, ey, Tür auf hier. Okay, eine Pistole haben wir dann auch. Alter, die ist ja sogar weiß. Ich mag das. Sieht schick aus. Und sie hat keinen Doch, sie hat einen Schalldämpfer. Klopp, klopp. So, gibt's hier irgendwas Neues an Perks, was wir machen können? Ich weiß, das nervt euch bestimmt. Puffmesser. Aber haben wir nicht. Hey, du da, du bist der Commander, ne? Du bist auch ein Commander. Ja, ich glaube wirklich, dass ich ihn treffen kann. Hab ich auch, aber nicht so, wie ich hätte sollen. Okay, dann lasern wir jetzt mal so ein bisschen durch die Gegend hier. Alle. Logo. Laserkraftwerk. Mach deinem Namen alle Ehre. Kraftwerk. Das ist jetzt auch die erste Folge, die ich mal mit richtig ordentlichen Aufnahmesettings mache. Also nicht im PC-Free-Mode von dem Capture-Device, sondern wirklich mal am PC mit Dual-Audio. Ich taste mich langsam an die optimale Qualität ran, würde ich sagen. Weil jetzt ist es nämlich so, jetzt wird es nie wieder passieren, dass ich oder das Spiel zu leise sind. Weil ich jetzt einfach zwei unterschiedliche Spuren habe dafür. Die kann ich auch aufladen, ne? Ja. Jetzt habe ich einfach zwei unterschiedliche Spuren dafür, die ich separat voneinander einstellen kann. Das heißt zwar im Endeffekt mehr Arbeit für mich, aber also wenn ihr dafür viel besseres Entertainment bekommt, beziehungsweise Entertainment, so wie es auch sein sollte eigentlich, dann habe ich da überhaupt keinen Schmerz mit. Das ist echt nur dafür da, um mal kurz Peng zu machen, ne? Okay. Secret? Nö. Eisenbier. War das hier frisch und belebend? Keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ich brauche nicht mal mein Handy neben mir liegen haben für eine Stoppuhr, weil ich jetzt einfach sehen kann, wie lange das Ganze schon geht. Ey, hier spielt jemand Wolfenstein. Das war ein Commander. Ja, leck mich an die Füße. Geil. So, dann wollen wir das. Und dann wollen wir das.
Ja, ich erzähle euch hier Sachen, die eigentlich Standard sein sollten, aber ich taste mich halt langsam ran, ne? Also ganz ursprünglich die ersten Aufnahmen habe ich ja gemacht. Einfach nur mit der internen Aufnahmefunktion der PS4. Und meinem Handy-Headset. Das sieht und hört man alles auch. Deswegen sollte sich die ersten Folgen Enter the Gungeon zum Beispiel niemand mehr angucken. Es tut einfach nur weh, das zu sehen. Bei Dragon Quest Builders war es dann schon minimal besser. Aber auch da natürlich, ne? Judgment war das erste, was ich dann angefangen habe, als ich das Capture-Device hatte. Und dann auch ein neues Headset entsprechend. Das ist das, was ich jetzt auch immer noch zum Aufnehmen nehme. Auch nicht teuer. Also insgesamt habe ich für den ganzen Quark, für Streaming und so, keine Ahnung. Also wenn man jetzt natürlich Konsole und Rechner und so rausrechnet, was habe ich bezahlt? 200 Euro vielleicht? Das Capture-Device war halt am teuersten, ne? Mit 130 Tacken. Dann habe ich aber auch weil ich ja erst nur im PC3-Modus aufnehmen wollte, mir eine SD-Karte für das Ding gekauft. Ulala. Ich würde behaupten, wir haben hier fast die finalen Aufnahmesettings. Fast. Zwei Sachen werden sich auf jeden Fall noch ändern, oder drei. Einmal wird das der Rechner sein, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Akimbo-Kills müssen wir auch noch machen. Der Rechner mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber das sehen wir dann. Wird, wenn dann, auf jeden Fall noch ein Zacken dauern. Und das Mikro. Wenn ich ja jetzt direkt am Rechner aufnehme, dann kann ich mir auch ein ordentliches Tischmikro holen. Das werde ich dann auch tun. Einmal hier reinklettern, bitte. Aber das dann irgendwann. Also das hat jetzt nicht so die Riesenpriorität. Ich bin mit der Qualität von dem Mikro hier eigentlich sehr zufrieden. Wenn nicht gerade wieder die Aufnahme einfach wieder zu leise ist oder so, ne? Das ist halt das, was mich immer abgefuckt hat, wenn ich im PC-Free-Mode aufgenommen habe. Ich hatte halt fast keine Möglichkeit, das irgendwie zu monitoren, ob ich zu laut oder zu leise bin oder sonst was. Ja, schon. Solange ich noch overcharged bin, lass mich den bitte killen. Wo seid ihr? Mondnazis! Schade, ich dachte, das würde explodieren. Na gut. Böse Mondnazis. So, 14,5. Da geht noch ein Stück.
stellt sich mir ja auch ganz kurz die Frage, was war zuerst da, ne? Wolfenstein, The New Order? Oder Iron Sky? Ja, ich bin mir ziemlich sicher, Iron Sky. Weil die gab es, glaube ich, schon bevor es überhaupt die PS4 gab. Wurfmesser? Müssen wir auch noch ein paar Kills machen. Wenn wir Messer tragen können. Müssen das eigentlich... Vampir-Ding. Silent Takedowns, ja. With Overcharge, ja. Warte mal, der vorne hat gar nicht gezählt? Wir hatten doch schon einen. Der zählt aber, oder? Ja. War jetzt auch direkt ein Commander. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Das heißt, wir haben beide Commander weg. Heißt dann auch, die können keine Verstärkung rufen, die Penner. So, aber da ist doch bestimmt... Oh ja, da sind mehrere Secrets. Hier? Ne, einen weiter. Beziehungsweise... Dritten. Dieters Letter. Der Dieter. Der Bullen. Oh. Etage, oder? Ich stehe genau da. Was zur Hölle ist? Ich bin gerade so ein bisschen outcreeped. Wie man so schön sagt. Wie wir Engländer so gerne sagen. Ach so. Goldene Maske. So, dann geht's einmal... Hier weiter. Als waren wir hier schon mal, aber nee, waren wir tatsächlich nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an das 2016er Doom. Alles. Mondoberfläche, bitte. Köpfchen drücken. Ja, wir nehmen immer so. Das ist schon cool. Noch an keinem Secret vorbeigelaufen. Besser ist das auch. Boah, das Sounddesign ist ja geil. Ich weiß, ich habe das alles schon mal durchgespielt, aber... Zweimal sogar. Aber... Aber ich weiß es kaum noch. Ich kann mich kaum dran erinnern.
auch wenn das eine Mal sogar auf der PS4 war. Einfach zu viele Spiele in der Zeit gezockt. Also wirklich. Meine PS4-Spielebibliothek ist einfach zu groß. Dann spiele ich manche Sachen zwei, dreimal durch. So wie Wolfenstein hier. Weil ich mir sogar ein zweites Mal gekauft habe, ne? Einfach damit wir die englische Version zusammenspielen können. Oh, springen hier rüber, oder? Nein, 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 nein. Das ist nur eine Lampe. Hinter mir ist noch ein Secret, aber da kann ich nicht mehr hin. Schade. Einfach damit wir die englische Version spielen können. Und es mir nochmal geholt. Aber wie gesagt, das hat ja jetzt nur nicht die Welt gekostet, ne? Gibt's denn hier auch? Ja, es gibt einen Knopf. Man muss ihn nur drücken. Habe ich gehört, hilf. So, kann man den Spacesuit ausziehen. Keine Pistolenmunition mehr. Müssen wir mit dem Messer werfen. Was ist das? Ein Skalpell? Was macht er denn mit dem Skalpell? I remember this moment. Back in the camp. Das Tattoo. Oder was? I know well. Lucilia, the will of I and the family gone, all of them yet. Faith, faith kept her going. I cannot believe it's that certainty. For me and everything, there must be doubt. Otherwise, there's no room to question the plan. And, gosh, this place, this is the fruit of unquestioned, ferocious conviction. This is where absolute certainty leads. Yet you are a believer. I often wonder what kind of a God would sanction suffering such as this, and I question myself whether my faith is misplaced. Maybe he's testing us. Well, Egyptian, if he is testing us, we are failing gloriously. Na, schneidet sich das Tattoo raus. Ich kann mir vorstellen, dass das weh tut. Aber schöne versteckte Ladezeit dadurch. Nein, ich komme hier nicht wieder zurück. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich meine, wir haben noch Wurfmesser, so ist es nicht, aber... Wow, was? Was zur Hölle war denn das? Hey Leute, ich hab's wieder alles voll, ne?
echt so eine Mischung aus den Helgas von Killzone. Nach Stormtroopern. Star Wars. Find ich. Lass mich mal voll machen erstmal. Dann kriegst du die volle Breitseite, Kollege. Das ist, was ich die volle Breitseite nenne. Well, nicht wirklich, aber okay. So. Dich haben wir auch schön zerlegt. Warum wechselt er die Waffe? Ganz kurz einen Schluck getrunken. So, Milords. Liebe Nazi-Idioten. Ach, scheiße, ich muss mal langsam mehr Granatenkills machen. Okay. Explosives sind hier nicht so mein Ding in dem Game. Hab ich das Gefühl. Aber Treppchen durch. Fahrstuhl fahren, Fahrstuhl fahren. Ich weiß nicht, ob wir uns... Ich glaube nicht, dass wir uns Ramonas Diaries anhören. Vielleicht mache ich das in der Exile-Episode oder so. Nach dem Spiel. Vielleicht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, natürlich. Ich spawn ja auch genau in der Mitte, ne? Scheiße. Aber auch echt nicht sonderlich intuitiv. Das war dein Kopf. Ich mag diesen Tomaten-Nutsch-Sound, den das macht. So. Noch irgendwer? Guck mal, Dragon Ball Radare. Scheinbar nicht. Okay. Wo bin ich? Wo ist denn der Fall? Ach, da. Hier links von mir ist ein Secret. Da. Ein Enigma-Code. So, nun. Leute, und nun? Was machen wir jetzt? Geil, dass das Laserkraftwerk sich einfach von alleine auflädt. Komplett. Wir müssen weiter hoch, ne? Nee. So, dahin? Wir müssen dahin. So, da gehen wir morgen durch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und ja, Kritik gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns gerne morgen wieder mit mehr Wolfenstein The New Order. Bis morgen. Ciao, ciao.